Roland Kaiser, er verkündet Kaisermania-Veränderung. Spontan beschlossen. Roland Kaiser wird auch 2024 wieder seine Kaisermania-Konzerte in Dresden geben. Dieses Mal bekommt er sogar Unterstützung. Roland Kaiser, er hat erstmals bei der Kaisermania einen Vorakt. Ende Juli ist es wieder soweit und Roland Kaiser, 72, wird wieder nach Dresden zurückkehren. Am 26. und 27. Juli sowie am 2. und 3. August wird der Schlagerstar wieder seine Kaisermania-Konzerte am Elbufer geben. Seit Monaten sind die Konzerte ausverkauft. Fans, die für die Shows in Dresden keine Tickets mehr bekommen haben, mussten jedoch nicht allzu traurig sein. Denn seit einigen Wochen ist Kaiser auf mit seiner Jubiläumstournee unterwegs und begeistert Tausende von Fans. Mit dabei hatte er Popsänger Georg Stengel, 30, der im Vorprogramm auftrat. Am vergangenen Samstag, 20. Juli, hieß es für jenen jedoch bei Roland Kaisers vorerst letzten Tourneekonzert Abschied nehmen. Dies tat Georg mit einem Video auf Instagram. Jenes zeigte ein Gespräch zwischen ihm und dem dich zu lieben Interpreten. Georg sagte an Roland gewandt: Roland, das ist ja der letzte Termin heute in Frankfurt und ich muss schon sagen, ich bin schon ein bisschen traurig, dass heute der letzte Termin ist. Zusätzlich würde er ihm ganz viel Spaß für seine Kaisermania-Konzerte wünschen. Da hakte Kaiser plötzlich ein: Ich verstehe eins nicht, warum willst du aufhören, nach Frankfurt? Gefällt es dir bei uns nicht? Warum machst du nicht weiter? Und mir nichts, dir nichts wurde gerade spontan beschlossen, dass Georg Stengel auch bei der Kaisermania im Vorprogramm aufzutreten wird. Roland Kaiser, die Fans freuen sich auf Georg Stengel. Roland Kaiser freut sich riesig, dass Georg Stengel seinen Fans auch bei der Kaisermania richtig einheizen wird. Auch die Fans reagieren positiv auf diese Veränderung, so sammelten sich unter dem Instagram-Video viele Likes und positive Kommentare wie "Super Künstler", "Ich freue mich für dich" oder "Mehr als verdient". Da kann es ja in ein paar Tagen endlich losgehen. Verwendete Quellen: Instagram.